Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und so wie es aussieht, haben unsere Bemühungen für mehr Kunststoff in der letzten Folge gefruchtet. Und wenn wir noch mehr haben wollen, müssen wir wahrscheinlich das Band da upgraden. Aber heute wollen wir uns einem anderen Thema widmen, nämlich einem Metall, das wir bisher noch nicht haben, und zwar Tungsten. Wir haben hier einen Bahnhof ausgelassen und ursprünglich habe ich gedacht, wir liefern hier die Tungstenplatten an, aber wenn ich mir die Rezepte anschaue, was wir aus Tungsten machen können, brauchen wir entweder Tungstenoxid oder Tungsten in Pulverform. Das heißt, wir brauchen zwei Bahnhöfe. Und einen können wir hier wiederverwenden und den anderen, den können wir irgendwo wahrscheinlich noch hinzufügen. Und diesen haben wir hier auf das Band hier oben gelegt. Und vielleicht machen wir den zusätzlichen Bahnhof hier oben hin und führen dann hier noch ein neues Band hinzu. Aber zuerst müssen wir uns um den Abbau und die Verarbeitung von Tungsten kümmern. Und für den Abbau brauchen wir, oder für die Verarbeitung, nicht für den Abbau, da brauchen wir etwas Chlorwasserstoff, damit wir da die Tungstensäure rausbekommen, und mit der Säure können wir dann die anderen Produkte auch herstellen. Und wir haben hier ein Feld, wir haben hier ein Feld. Und ich denke, wir werden unsere Verarbeitung hier auf dieser Seite machen. Denn hier, da haben wir schon einiges in der Nähe. Und das wird dann alles ein bisschen eng. Aber wenn wir das hier machen, können wir dann auch dieses Feld abernten und mit Förderbändern hier rüberführen. Aber ich denke, diese 11 Millionen Tungsten, die werden wahrscheinlich erstmal reichen. Und wenn wir hier mal schauen, das erste, was wir machen müssen, ist aus dem Erz das Tungsten, die Tungstensäure, und da bekommen wir auch Calciumchlorid raus. Was machen wir mit Calciumchlorid? Das können wir bei der Silikonverarbeitung mit reingeben. Bei der Titanverarbeitung brauchen wir das bei der Titanverarbeitung. Ja. Okay, das heißt, wir werden dann wahrscheinlich hier einen weiteren Bahnhof haben, sodass wir das Material hier mit raufgeben können. Denn wenn wir hier das anschauen, wir könnten mehr produzieren, wenn wir mehr von dem Calciumchlorid hätten. Das sieht doch alles sehr gut aus. Aber erstmal die ersten Schritte, das Abbaufeld und dann ein Array an Chemiefabriken, um da das rauszubekommen. Und dann müssen wir schauen, wie bekommen wir da das Oxid und das Pulver raus. Wir haben eine doppelte Verarbeitung für Tungstensäure.
mit dem Output hier für das Calciumchlorid. Und so wie ich mir das mit den Bahnhöfen vorgestellt habe, werden die von hier oben runterkommen. Dann haben wir ein paar vertikale Bahnhöfe und dann gehen sie unten durch und dann wieder hier ran, denn hier bei diesem Kreisel, da werden wir kein Gleis von unten haben, denke ich, denn hier haben wir Wasser. Nun können wir uns mal ansehen, wie wir da dann die weitere Verarbeitung machen können. Tungstenoxid ist recht einfach, da geben wir die Säure einfach in einen chemischen Ofen rein und dann bekommen wir das raus. Vielleicht machen wir hier mal etwas Platz, damit wir sehen können, was wir denn hier überhaupt bauen. Das war, glaube ich, kein chemischer Ofen. Den hier. Und dann können wir, ja, machen wir das mal mit Kranbändern. Hier so in der Mitte. Lassen wir kurz knicken und dann machen wir noch einen dran. Und dann hier lösen wir das so auf. Da müssen wir dann schauen, wie machen wir das dahin. Und hier außen rum ein paar Strommassen. Und wir können weitere Forschung einreihen. Machen wir doch einfach hier mal der Reihe nach weiter. Und da. Dann hier. Anschluss an Tungsten, den bekommen wir von hier unten rauf. Und dann die zweite, das Pulver, da brauchen wir auch noch Wasserstoff. Aber ich glaube, das Setup wäre dann ja im Wesentlichen das gleiche. 1, 2, 3. Genau. Da haben wir dann das hier. Und
das ist dann das Eingangsmaterial für das Pulver. Wir brauchen hier drüben noch ein Band mehr. Ausgang ist, dann ist das der Eingang. Und da müssen wir dann irgendwo her noch Wasserstoff bekommen. Wasserstoff bekommen wir aus Wasser. Und hier unten haben wir irgendwo gesehen, dass wir genügend Wasser haben. Wenn ich eine Pumpe habe, ja, dann können wir uns von hier unten Wasser holen, das in die molekulare Form umwandeln und dann einfach mal den Sauerstoff dann in die Luft blasen, denn uns interessiert uns hier nur der Wasserstoff. Ah. Hier müssen wir vielleicht das so machen. Gut. Dann brauchen wir hier eine Destillerie. Und das Setup können wir sicher von irgendwo kopieren. Nicht hier. Hier unten vielleicht. Ich denke, vier Maschinen dürften reichen. Und dann hier. Da brauchen wir sowas. Wir verbinden das und dann können wir hier. Oh, wir müssen einen weiter nach rausgehen. Den
Wasserstoff. Dann sammle ich mir nochmal die fehlenden Materialien und alles, was uns dann noch fehlt, sind die Bahnhöfe und die Züge. Die Verarbeitung ist fertig und sollte funktionieren. Wir haben hier den Ausgang von Tungstenchlorid, da den Ausgang von vom Tungstenpulver. Und hier haben wir schon mal ein Beispiel für einen Beladebahnhof, dieser für Calciumchlorid. Und die weiteren können wir dann hier rüberziehen. Und da denke ich, da machen wir einen ordentlichen Bahnhof mit Beladung von beiden Seiten. Und dann hier auf dieser Seite werden wir dann noch einen Bahnhof brauchen für den Chloridwasserstoff, den wir hier hinten für die Verarbeitung vom Tungstenerz benötigen. Hier unten haben wir dann den Ausgang und da oben werden wir irgendwie das hinbekommen, dass wir den Weg von unserem Bahnsystem finden. Gut, ich denke, ich werde hier die restlichen Bahnhöfe platzieren. Hier auf dieser Seite habe ich die Bahnhöfe bereits angepasst. Hier unten haben wir das Oxid. Da oben haben wir einen zusätzlichen Bahnhof für das Pulver. Und hier brauchen wir dann noch einen für das Kupferchlorid. Aber erstmal diese Bahnhöfe hier auf dieser Seite. Die Bahnhöfe sind nun alle platziert und wir haben Züge. Der erste mit dem Chlorwasserstoff ist auch schon angekommen. Und alles, was uns jetzt effektiv noch fehlt, ist ein bisschen Strom. Und hoffentlich läuft dann auch alles so an, wie es soll. Hier fehlt uns noch Strom. Aber wir sehen, hier haben wir, da bekommen wir Tungstenerz mit rein. Und wir haben Wasserstoff. Hier diese Pumpe. Und überhaupt, die Pumpen zeigen in die falsche Richtung. Es ist eine Entladung. Und wir haben hier nur einen Zug mit einem Waggon statt vier, aber wir können dann vielleicht in der Zukunft längere Züge hier ankommen lassen. Und hier sehen wir, da bekommen wir einiges an Calciumchlorid raus, und das heißt, wir müssen dann hier noch einen Bahnhof anschließen, wo wir das entladen können. Das müsste dann in etwa so funktionieren. Dann machen wir hier so. Ja. Und natürlich funktioniert das nur so lange, wie wir dann auch Chlorwasserstoff haben.
Aber wir sehen, wir bekommen Tungstenoxid raus und wir bekommen auch Tungstenpulver raus, sodass unsere Züge hier beladen werden können. Sehr gut, dann heißt das, ich gehe mal rüber und baue den letzten Bahnhof, damit das Ganze auch rund funktionieren kann und wir nicht stecken bleiben, weil unser Material nicht abtransportiert werden kann. Inzwischen ist auch die Entladung fertig, das heißt, wir können hier unseren Zug, diesen hier, von hier nach da fahren lassen. Volles Frachtinventar hier, leeres Frachtinventar da. Und hier unten haben wir das Ganze so angeschlossen, dass wir hier einen bevorzugten Eingang von da haben. Das heißt, wenn wir Calciumchlorid vom Zug bekommen, dann werden wir hier wahrscheinlich nichts produzieren. Und vielleicht, da wir hier ein rotes Band haben, machen wir das so, dass wir dann hier durchgängig rot sind. Also das heißt, wahrscheinlich selbst wenn wir eine Zuglieferung haben vom Zug, bekommen wir zu wenig schnell Material geliefert, als dass wir das dann auch können. Und dann machen wir hier noch gelbes Band bis hier hinten hin. Und dann sollten wir etwas mehr Titan rausbringen. Sehr gut. Das war das. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere ersten Züge da voll sind und eine Lieferung in unserem Bahnhof ankommt und wir uns nächstes Mal darum kümmern können, was machen wir denn mit all diesen pulverigen Tungsten-Varianten, die wir da bekommen. Das heißt, wir sind am Ende von dieser Folge angekommen. Und so wie ihr seht, müssen wir uns bald wieder um mehr Zinn kümmern. Aber das hat mindestens Zeit bis zur nächsten Folge. Also bis dann und tschüss!